Hallihallo, Hallöchen, Freunde! Ich bin's mal wieder mit einem neuen Metroid Prime 3 Part. Ja, im vorherigen Part war ich immer noch ein bisschen auf dem Brio unterwegs und habe hier ein paar neue Gegenden entdeckt. Und jetzt ist mir noch was eingefallen. Ich meine, ich wollte zwar jetzt wieder zurück zu Elysia fliegen, aber ich habe da doch in der Halle der Golems noch eine Tür übersehen. Und durch die will ich mal kurz gehen, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Also nochmal hier durch die orangene Tür. Und hier durch diese hier. Ich meine, sehr logisch, dass hier zwei Türen hintereinander kommen und eine wieder zu dumm zum Laden ist. Dass ihr schon wieder hier seid, kotzt mich auch an. Yeah! Burn! Und tschüss. So, komm, Macken auf. Bam, bam, bam. Mach die scheiß Tür auf, bitte! Danke! So, hier, Halle der Golems. Schon wieder so ein scheiß Reptilikus. Jetzt fehlt die doch mal, leg mich doch am Popo. So, hier hinten ist ja noch eine orangene Tür. So, Freunde! Kolossus Aussicht! Und seht mal, was ich hier gefunden habe. Das ist der letzte Eindruck über den... Über den Brio, wow, das nenne ich mal gigantisch. Und hier ist er, jawohl, ich habe ihn gefunden. Brionische Daten entziffert, Eintrag Verfall. Endlich der letzte Eintrag zum Brio. In der Vergessenheit des Exils zu einer mythischen Figur geworden, arbeitete ich als letzter Lehrmeister ohne Unterlass, mich um meiner Welt willen zu schützen. So ersann ich Zauber und Maschinen, um Leben in die Ödländer zurückzubringen. Schließlich stieß ich auf eine neue Quelle natürlicher Energie, das Brenngel. Ich leistete einen Schwur, die Verheerungen, welche die Leere wie Krieg dem Brio zugefügt hatten, zu tilgen. Doch während ich mich mühte, drifteten die Primären in die Barbarei ab. Des Feindbildes der Lehrmeister beraubt, fielen sie einander selbst an, Stamm um Stamm. Von Magie verlassen, verrohten sie, bis sie schließlich den räuberischen Besten der Wildnis gleichkamen. Oh, Freunde, ich hab's geschafft, ich habe alle Einträge zum Brio gescannt, kann ich jetzt nochmal nachgucken? So, Datenbank, Bericht und Überlieferungen. Brio-Überlieferungen 12 von 12, ich hab sie alle gefunden, das ist super. Das freut mich. So. Boah, Alter. Kriegsgolem Kolosse nutzen ihre Größe, um Gegner zu zerschmettern. Anscheinend fehlt eine Komponente. Ich habe doch da bei diesem Brenngelbecken einen Kopf gefunden und der gehört zu dieser Statue. Und hier drin ist noch eine... Ja, hier. Container für Bordmissiles ist hier drin eingesperrt. Gitter mit Waffen nicht zu beschädigen. Stäbe lassen sich nur mit immenser Kraftanwirkung zerschmettern. Ja, nur mit Hilfe dieses Golems da, aber der ist jetzt leider nicht zu verwenden. Felstürme lassen sich nicht räumen. Schutt muss mit immenser Kraftanwirkung zerschmettert werden. So, das heißt aber auch, dass ich hier leider nicht weiterkomme, ne? Ja, seht ihr? Bringt mir überhaupt nicht. Aber wenigstens habe ich hier noch den letzten Eintrag für den Brio gefunden. Das finde ich schon mal nice. Dann kannst du jetzt endlich wieder zu Elysia zurückgehen. Ich habe ja die Screw Attack gefunden. Also eigentlich ja schon im vorletzten Part. Seht ihr? Wieso braucht das immer so lange? Ihr könnt mich mal am Arsch... So, gleich mal mitsingen zu dieser epischen Musik hier. So. Na bitte. Hat sich das ja doch noch gelohnt, dass ich hier nochmal kurz vorbeigeguckt habe. Da habe ich wenigstens schon alle Brio-Überlieferungen gefunden. Und auf der Elysia gibt es noch einige Databots, die ich halt noch nicht entdeckt habe. Aber das werde ich hoffentlich noch. So. Na dann. An Bord gehen. Und zurück nach Elysia. So, allerdings nicht zur Hauptlandebucht, sondern zu dieser anderen, die ich da gefunden habe. So, Galaxiekarte. Elysia. Landestelle A.
Endlich wieder auf meinem Lieblingsplaneten. Und jetzt, mit Hilfe der Screw Attack, komme ich auch endlich zur östlichen Himmelsbahn. So, ich glaube, den Datapod habe ich schon gescannt. Ja, der leuchtet grün, sehr gut. So, das war doch gleich hier drüben, oder? Ne, wartet. Wo war das? Ah, dreh dich um, verdammt. Kurz mal gucken. Ne, hier war das nicht. Das war auf der anderen Seite über die orangene Tür. Da habe ich mir wenigstens schon eine Dings gebastelt, ne? Eine Abkürzung. Yeah, spürt die Macht des Plasma-Beams und geht in Flammen auf. So, hey, hier ist ja noch ein Container für Bordmissiles. Einen kleinen Augenblick. Kann ich mir den jetzt schon holen? Würde mich wundern, wenn das nicht gehen würde. Ich meine, warum soll es nicht gehen, wenn ich hier reinrolle? So. Ach so. Hä? Wieso geht denn das nicht? Ah ne, Moment mal, was ist das? Dieser Abschnitt des Leitungssystems gerade in Bröckelig eine Öffnung ist entstanden. Achso, hier kann ich mit dem Morphball auch rein. So, jetzt hier einfach lang rollen. So. Ah ja, interessant. Ha, und ich habe ihn! Container für Bordmissiles erhalten. Das ist doch jetzt bereits schon mein dritter, oder? Oder mein vierter? Ne, mein dritter. So. Genau, hier drin brauche ich ja die Screw Attack und den Wall Jump. Yeah, das ging jetzt mal richtig flott. So. Ich muss mir ja jetzt... Aha, die Komponenten für diese riesige Bombe suchen. So, hier sind schon wieder Fahrzeugranken. Na dann, Hyperball und... Yeah! Haha, sehr gut. Achso, nee, hier passe ich nicht durch. Hoppla, peinlich. So... Nee, so, was, so, nee, so, nix, so. Bams. So, Freunde, es ist Zeit, endlich in die östliche Himmelsstadt zu fahren. So, jetzt brauche ich nur noch hier den Boostball, dass ich dieses Ding aktiviere. Schwupps. Supi. Was haben wir denn da Feines? Bahn dient als Transitsystem zwischen Abschnitten der Himmelsstadt. Primäres Steuersystem 1, das Brett Gondelzugang gewährt. Zur Einleitung der Überfahrt Hologramm berühren. Na dann, auf geht's in die östliche Himmelsstadt. Neuer Bereich erschlossen. Na wunderbar. Supi und wow. Was war das gerade eben? Ist irgendwas vorbeigeflogen. Also weggeflogen. Mittlere Fahrzeugkapsel. So. Hier mal durchrollen. Und zack. Bin ich hier? Im Foyer. Freunde, ihr müsst nämlich wissen, die östliche Himmelsstadt steht fast komplett unter der Kontrolle der Weltraumpiraten. Ja, die haben sich hier nämlich eine Art Basis aufgebaut. Und hier gibt es auch relativ viele von denen. Das sieht interessant aus.
Und da sind sie schon. Alarm, Alarm, Eindringling entdeckt, es ist die Jägerin, es ist Samus Aran, bringt sie um. Ihr seid doch scheiße. Deswegen friss! Und stirb! Kommt davon. So, was ist denn das da oben für ein riesiges Teil? Teronianischer Einschlussbehälter mit Nuklearmaterial. Handhabung erfordert besondere Vorsicht. Tja, Freunde, was soll ich euch da großartig sagen? Das ist eine der Komponenten, die ich für meine riesige Bombe brauche, ob ihr es glaubt oder nicht. Moment mal. Was, irgendwo... Irgendwo sind hier noch mehr... Boah, Piraten! Kann ich euch nicht mal... Haha! Plasma Beam und Burn! Im Hypermodus? Dann stirb ebenso! Selber schuld. Da ist noch einer. Hey! Der macht hier einfach die Türen zu. Wie kann das wagen, sich zwischen den Alter zu bilden, geschwächt zu sein, lässt sich zu starken Beschuss beschädigen. Und dann... Zack! Und zack! Was bildet der sich ein? Ich glaub doch nicht, dass er mir damit entkommen kann. Dieser Vollidiot. Na klar, zu dritt macht's meistens mehr Spaß. So, dieses Zeug hier darf ich nicht berühren. Tut mir nur weh. So. Was haben wir denn hier? Aufzug ist blockiert. Die Aktivierung des Sperrmechanismus auf dem obersten Stockwerk erforderlich, im Betrieb wieder aufzunehmen. Na, eh klar. Eh ganz klar. Zack. Und tschüss. So, da ist ja noch sein Vieh. Wie widerlich. So. Gut, da kann ich jetzt nicht viel machen, außer dass ich durch diese Tür hier weitergehe. Da gibt es aber noch einige andere Türen in dem Raum und... Hey, geile Aussicht, aber ein bisschen getrübt. Lüftungskammer des Foyers. Ah ja. Mhm. Na. Hallöchen. Sicherheitsgitter zur Regel. Gebrauch der Anker zu Steuerstation oder erforderlich im Zugang zu Unternehmen der Freizeitung. Na dann. Zack. So, jetzt muss ich mich hier ein paar Mal runterfallen lassen und immer wieder die Bombenmulden aktivieren. Damit diese Gitter aufgehen. So. Okay, eigentlich eh nur zweimal. Ah ja. Schon wieder so eine fiese Piratenfähre. Bäm! Und kaputt gemacht! Moment, da ist noch eine. Aber die hat mich nicht gesehen. So, ne? Also nachdem sie... Ich weiß es nicht, vom Pre-Union jetzt nicht wirklich vertrieben worden sind, aber auf jeden Fall haben sie eine Niederlage dort erlitten und ihr eigentlicher Hauptstützpunkt ist ja sowieso hier auf der Elysia, auf der östlichen Himmelsstadt. So, Grapple Beam. Na klar, ich hänge hier dran und der Hurensohn ballert mich da drüben ab. Ey, fick dich! Deine Mutter, sie stinkt! So, selber schuld, ey. Wie kann es dieser Arsch wagen, mich da abzuballern, wenn ich da dran hänge, ey? Ich glaube, ich spiele mit you. Das geht doch nicht. Unverschämtheit und... Hey! Was? Morphologie Spitzenluftpirat. Panzerung widersteht Beamwaffen empfindlich gegen Explosionsstöße. Und dieses Ding da? Holoprojekt ist imstande, Satelliten zu angepeilten Planeten zu entsenden. Eine ist derzeit außer Betrieb. Der Projektor kann offensichtlich über seinen Haken angehoben werden. Und tot. Aha, das hier ist also ein Holoprojektor. Moment mal, Karte? Shōzō-Observatorium! Nein, wie geil ist das denn bitte? Ich habe ein Observatorium der Shōzō entdeckt. Ist ja krass. Elysianischer Satellit in Abschussposition. Planetares Ziel vom Holoprojektor wird benötigt. Aha. Oh. Na super. Bereich wurde kürzlich mit einer Fazitabdeckung versiegelt. Im Inneren lässt sich ein Energiemuster orten.
Na, Uhr nicht gescheit, aber hier ist wenigstens ein Handscanner. So, Aufzugsplattform aktiviert. Ist hier sonst irgendwas, was ich machen könnte? Nö, ich muss nach unten fahren. So. Aha. Okay, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Da kann ich jetzt auch noch nicht so viel machen. Oh, eine kaputte Schaltplatine und dann ebenso nicht in Betrieb befindlicher Aufzug. Genau, Steuersystem des Aufzugs beschädigt, Betrieb des Aufzugs erfordert Reparaturarbeiten. Na dann, schweißen wir mal wieder ein bisschen. Tada! So mag ich das. Yes! So, ein bisschen Energie auffüllen ist immer gut. Und es geht nach oben. So. Irgendwie Databot oder sowas? Nö. Keine zweite Tür, auch nicht. So, na egal. Wow. Was zum... Achso, das war, glaube ich, wieder so eine Spreng... Aua! Fick dich! Scheißendreck, Sprengmine war das. Asshole. Was fliegt denn da rum? Mechanoid Schwarmbot. Agiler Flugmechanoid lässt Zielerfassung scheitern. Erzeugt Impulsattacken. Ach so. Kennen wir das schon von Brio. Ist hier jetzt nur eine mechanische Variante. Autsch. So, für eine Space Jump dreimal drücken. Ja, für das Crew-Attack weiß ich, wie man die macht. Und was ist das? Radwerk war einst Teil eines größeren Netzwerks, das zur Speisung angrenzender Gondel dient. Und da drin ist sogar ein Missilcontainer. So, mit der Screw Attack komme ich hier rüber. So, ich darf nur nicht übers Ziel hinausspringen. Und auch zu der Tür komme ich und... Wow! Ihr Bastarde. Ausgerechnet meinen Lieblingsplanet musst du dir so stark einnehmen. Ihr seid doch scheiße. Typisch Weltraumpiraten. So, und vor allem die östliche Himmelsstadt liegt ja nicht mal auf meiner eigentlichen Karte so drauf. Die wurde nicht aufgedeckt. So, was ist hier los? Aufzugssteuerung hat Kurzschluss und funktioniert fehlerhaft. Aufzug kann nicht repariert werden. Na super. Das ist echt bescheuert. Da kann ich nichts dagegen machen. Da gibt es auch keine Schaltplatine zu löten oder irgendwie so. Das ist... Ja, funktioniert nicht. Was sind schon wieder diese Mistviecher? So. Was haben wir denn da? Glasarbeit scheint zerbrechlich zu sein. So. Terroyanisches Transportmodul zum Transport hochexplosiver Einschlussbehälter. Und elektromagnetische Halterungsschwindel ausgefahren mit Energie versorgt. Durch Beschädigung der Leitungen lässt sich das System einziehen. Ah ja. So, und jetzt? Ah, jetzt geht das hier auseinander. Schön. So, elektromagnetische Haltungsfehler eingefangen, ohne Energie eine behält Position bei und jetzt kann ich hier einfach schön vorbei. Zack. So. So, Moment, ich sehe... Oh, ein Databot ist hier. Da ist ein Databot. So, den brauche ich unbedingt. Elysianisches Datenblatt dekodiert. Föderation. Quälend langsam verging die Zeit, während unsere schlechten Träume uns peinigten. Wir ertrugen die Visionen, bis schließlich im Jahr 1435 unsere automatischen Defensivsysteme ausgelöst wurden. Eine Vielzahl fremder Wesen, stark bewaffnet und gepanzert, drangen durch unsere Kampfabschirmung in die Elysier-Station vor. Gemäß der Sicherheitsprotokolle wurden wir aus der Stasis reanimiert, um unsere Welt zu verteidigen. Während des Kampfappells eröffneten die Fremden die Kommunikation und erklärten ihre friedliche Gesinnung. Die Waffenruhe wurde ausgerufen und schon bald begannen wir mit der Galaktischen Föderation zu verhandeln. Das Elysier-Abkommen läutete eine neue Blütezeit für uns ein. Na, das hört man doch gern.
So. Auch hier kommt man wieder nur mit der Screw-Attack rüber und zack. So. Kurz mal auf die Karte looken. Himmelsbrücke Athene. Ich brauche wieder eine Göttin. So, und ein paar billige Primibots, aber im Hypermodus? What the fuck? Wesen befindet sich im Hypermodus-Zustand, na dann. Empfindlich gegen Hypermodus-Attacken. Freeze! So, da vorne sind ja noch mehr. Na, wenn ihr es nicht anders wollt. Multikill! So, die Himmelsbrücke Athene, die scheint wenigstens nicht kaputt zu gehen. Das ist auch besser so. So. So, mach gerne auf. Bitte sehr. Dankeschön. So, wo bin ich denn jetzt? Ah, Landestelle B. Ich habe noch eine Landestelle gefunden. Das ist ja nett. Und Databot. Databot. Elysianisches Datenblatt dekodiert. Übereinkunft. Das Abkommen verschaffte uns Nachschub, Treibstoff und Teile von der Föderation. Im Gegenzug gewährten wir den Föderierten die Elysia-Station nach eigenem Ermessen zu nutzen. Dankbar machten sie von den leistungsstarken wissenschaftlichen Systemen Gebrauch und schöpften beträchtliches Wissen aus unseren Datenbanken. Leider erwies sich unsere lebensfeindliche Atmosphäre als zu große Bedrohung für die Wissenschaftler der Föderation. Sie schlugen vor, Humanoide durch eine einzelne Einheit artifiziellen Intellekts zu ersetzen, die sie Aurora nannten. Das ist wohl wahr. So, na dann fahren wir mal nach unten. So, und hier ist jetzt wieder so eine Station. Landestelle. Na, danke schön. So, und auch hier wieder so eine Abdeckung entriegelt. Aber hier ist jetzt noch etwas anderes. Und zwar dieses Ding hier. Terminal zur Anlagensteuerung. Schiffserweiterungssystem auf Standby. Kein Schiff zum Erweitern vorhanden. Na ja, klar, aber das werde ich mir gleich mal hierher beordern. Endlich, mein Schiff kriegt ein zweites, ganz, ganz wichtiges Upgrade. So. Also dann. Bitte landen. Lärchen. Mein Schiff ist da und jetzt verpasse ich ihm ein weiteres cooles Upgrade. So, Schiffserweiterungssystem bereit. Über dieses Terminal lässt sich das Schiff mit einem Grapple Beam ausstatten. Ja, wirklich. Mein Schiff bekommt seinen eigenen Grapple Beam. Das ist einfach nur geil. So, und zack. Erweiterung des Kampfschiffs abgeschlossen. Neues Grapple-System installiert. Grapple-Beam des Schiffs einsatzbereit. Jawoll! Samus, now that you have the ship grappled, you should be able to assemble the Theronian bomb. We will upload the coordinates to all three bomb components to you now. Okay, dann zeig mir das doch mal. Aber ich habe ja eigentlich schon zwei davon gefunden. So. Einmal hier. Dann einmal hier. Also zwei davon in der östlichen Himmelsstadt und dann aber noch in der anderen. Und zwar dort. Nehmen Sie die dritte Bombenkomponente auf. Und die erste und die zweite natürlich auch. Datenbank aktualisiert. Ja, das ist jetzt meine nächste wichtige Aufgabe, damit ich endlich den Schutzschild des Keims zerstören kann. Ich glaube, den kann man von hier aus sogar gar nicht sehen. Da hinten am Horizont ist die restliche Himmelsstadt, von wo aus ich gekommen bin. Ja, mein Schiff hat seinen eigenen Grapple Beam bekommen. Den Ship Grapple. Und damit kann ich jetzt
verdammt schwere Objekte hochheben und transportieren. Das muss ich ja machen, um diese gigantische Bombe zusammenzusetzen. Das kann ich noch bei ein paar anderen Sachen ebenfalls verwenden. Aber ich würde mal wieder vorschlagen, hier zu speichern, den Part zu beenden und im nächsten Part suche ich mir dann diese drei Bombenkomponenten zusammen. So. Also dieser Part war mal wieder ein voller Erfolg. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.